Jo Leute und ein fettes Ahoi an alle Seegurken und Landpinkler da draußen. Eine neue Ära beginnt. Atlas 2.0 auf dem Radioactive Server startet. Der Wipe ist vorüber, wir haben hier ein ganz neues Spiel parat. Und ich freue mich, das mit euch hier neu zu erkunden. Ich bin mega motiviert, ich bin hier am Startpunkt aktuell. Wir starten auf C3 auf der Insel Nassau. Ja Leute, willkommen auf Nassau. Das hier ist quasi das Starterhäuschen. Wir können es uns mal angucken. Hier ist sogar ein bisschen Deko. Hier pennt schon einer. Riplex Nox. Und ja, ich bin mega gespannt. Also ihr habt hier meinen neuen Charakter entdeckt. Der Dex 2.0. Ja, ich nenne mich jetzt nur noch Dex, nicht mehr Alpha Dex. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Und bevor wir jetzt hier irgendwas machen. Oh krass, wir haben sogar Starterausrüstung. Sehr nice. Wir müssen alles entdecken. Es ist so viel Neues dazu bekommen. Und wir kreieren uns erstmal eine Company. Und zwar sind wir wieder die Alpha-Chaoten. Create new company. Jawohl, nice. Wir sind's. Und hat sich hier was geändert? Ne, grundlegend nicht. Hier ist alles gleich geblieben. Sehr schön. Dann ziehen wir mal unseren Stuff hier an. Jo, können wir. Legen unser Werkzeug an, so wie wir es gerne haben. Und was ist das hier? Ship License. Brings this item to the shipyards meant to receive a free starter ship. Ja, wir kriegen hier ein Schiff quasi gesponsert. Wir müssen nicht mehr hier Material. Alter, wo geht's hier überhaupt raus? Wer ist das? Rent Resource Box. Okay. Erstmal den Ausgang hier finden. Alter. Wo geht's hier raus? Nee, da war ich schon. Wahrscheinlich hier runter. Wir müssen kein Schiff mehr selbst bauen, beziehungsweise Zeug uns farmen und dann irgendeine Sloop, die nix taugt, kaufen. Nein, wir können hier jetzt unser eigenes Schiff direkt for free holen. Ach, das sind hier NPCs. Krass. Okay, der hat komische Tattoos, aber sieht cool aus. Oh, ein fetter Bärenbettvorleger. Oh, so einen will ich auch in der Base später haben. Das sieht richtig cool aus. Alter, was geht denn hier ab? Warum sind hier so viele Tote? Okay, die können wir sogar looten. Krass. Alter, Leute, seht euch das hier an. Das sieht ja mal richtig, richtig fett aus. Das ist die Starterstadt. Das hier sind... Ah, die Tiershops, die Plattformen zum Renten. Hier sind die normalen Shops. Stable ist am Start. Alter, Leute, das sieht so, so nice hier aus. So, wir gucken uns mal hier in Weitsicht an. So, einmal schön winken für die Kamera, Bro. Oh, da weiß man gar nicht, wo man als erstes hingucken soll. Aber wir werden bei Gelegenheit das hier... Alter, die Mauer sieht ja mal fett aus. So richtig schön gedamaged, als wäre hier schon einiges beschossen worden zwischendurch. Wow. Leute, ich bin so mega krass motiviert. Da hinten ist einfach mal eine Ladung an Schiffen, die hier komplett rumstehen. Krass, ey. Wir gehen mal kurz hin. Wir gucken mal. Die ersten sind schon gesunken. Nice. Ich denke mal, da hinten wird es auch der Platz sein, wo wir jetzt unser Schiff hier bauen können. Beziehungsweise, ja, da hinten ist dieser Schiffverkäufer. Wir gehen mal ganz schnell hin, schauen, was wir hier so Schönes zusammenbekommen. So, und man kennt es ja mittlerweile. Also, die ersten Folgen werde ich wirklich alles zeigen. Später wird das dann ein bisschen reduzierter, dass ihr jetzt nicht zum Beispiel die ganzen Farmarbeit und sowas sehen müsst. So, ich hätte einfach durch die Stadt laufen können, dann hätte ich den Umweg hier über den Steg mir gespart. So, wer ist denn alles hier vertreten? Drachenfels. Ah, unser erstes Level Up. Cassandra Black. Okay. Das sieht schon ziemlich cool hier aus. Aber wir kaufen jetzt erstmal hier das erste Schiff. Request the Starter Ship. Was gibt's denn? Beginner DAO. Und nochmal Beginner DAO. Also wir können eine for free und die andere 120 Holz. Ich meine, yo.
Piece of Cake. Wir holen die erste. Und, wie nennen wir das gute Ding? Okay, ich habe einen guten Namen. Wir nennen's Shit Happens. Halt, ich will's groß schreiben. Shit Happens. Jawohl. So, sehr gut. Unser erstes Schiff da hinten steht's. Und ja, wäre halt ganz nice, wenn wir da jetzt auch Crew schon drauf hätten. Das wäre richtig cool. Aber ich glaube, die müssen wir uns erstmal verdienen, beziehungsweise kaufen. Boah, da hinten ist eine... Ist das die Arena? Die, die wir in der letzten Staffel nie betreten haben, obwohl ich es eigentlich gerne gemacht hätte. So, Fast Travel. Wir haben ein Bett. Wir haben ein komisch platziertes... Okay, no front an die Creator von der Beginner-DAO. Aber das Steuerrad ist schon krass komisch platziert. Select Style. Ship Land. Okay, ich mache jetzt hier mal nichts. Nicht, dass ich das Schiff gleich opfer. Access Inventory. Ah, das ist unsere Kiste. Und hier sehen wir auch eine Neuerung, wenn wir es wieder sehen. Eben warst du noch hier sichtbar. Ah, hier, genau. Die Mats haben sich geändert. Es gibt Clothes statt Leder, Rope, Seil, keine Ahnung. Wir können irgendwas farmen. Ich habe da noch nicht so ganz durchgestiegen. Wir werden das alles zusammen erkunden. Man farmt ganz normales Holz, Thatch, Fiber und so Zeug. Und muss das dann in einer Workbench oder sowas erstmal umcraften. Zu was Speziellem, was man dann braucht. Also wie gesagt, wir werden das ganze System hier zusammen noch meistern und rausfinden. Aber jetzt geht es erstmal darum, unser Schiff hier zu bestücken. Denn ich würde halt jetzt ungerne länger als nötig hier bleiben. Und wir brauchen natürlich ein bisschen Gold, um das Schiff zu bestücken. So. Wie gesagt, wir werden alles hier nach und nach zusammen rausfinden, aber ich würde halt jetzt erstmal gerne hier versuchen, mich zu verpissen. Möglichst. Was ist das da hinten? Da ist ein Käfig oder sowas. So, aber wir holen jetzt erstmal hier uns Mats, beziehungsweise leveln erstmal ein bisschen auf. Am besten hier erstmal Fortitude. So, was können wir? Alter, da gibt's einiges. Campfire, Spear, Stone Arrow, Sleeping Bag, Airbow, Clothes, Bamboo Clothes, Cotton Clothes, Hemp Clothes, Jute Clothes. Okay, Tanned Leather, Nails. Wir können sogar Nägel herstellen. Krasse Scheiße. Ey Leute, da ist einiges, was auf uns zukommt demnächst. Das wird richtig spaßig, das hier alles zu lernen. Es ist, im Prinzip haben die Admins von Radioactive hier ihr eigenes, eigenständiges Spiel kreiert. Es ist zwar immer noch Atlas, aber es ist ganz anders. Ihr werdet es nicht mehr wiedererkennen, wenn ihr normales Atlas auf den Office spielt. Es gibt so vieles. Alter, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich könnte jetzt hier so viel... Also ich könnte allein hier die neuen Sachen in dieser Folge mit euch studieren. Aber das ist jetzt nicht der Sinn, was wir jetzt hier geplant haben. Wir gehen jetzt erstmal farmen. Da hätten wir die erste Chest gemacht. So. Unser Ziel ist jetzt, wie gesagt, erstmal unser Schiff zu bestücken für diese Folge. Wir machen jetzt alles hier ganz, ganz gemütlich, ganz entspannt. So, jetzt müsste ich eigentlich genug für einen Bow haben. Nee, habe ich nicht. Ah, ich brauche Hide, verdammt. Also brauchen wir doch so einen komischen Speer. Aber wir können schon mal... Jo, machen wir schon mal 84 Pfeile. Und dann zoomen wir mal hier uns ganz, ganz flott irgendwo... Ein Tier. Ach, ich glaube, ich habe mitbekommen, dass es hier gar keine Tiere gibt oder sowas. So, wir beenden das hier mal lieber. Machen uns ein paar mehr Speere zur Sicherheit. So, come on. Wir brauchen eine Chest. Und das relativ schnell.
Ja gut, schnell ist relativ, wenn man ja, so lahmarschig läuft. Aber das liegt am Craften gerade, da können wir nichts machen. Wir können zwar jetzt stehen bleiben und warten, aber bringt ja auch nichts. Eine Sache, die ich noch ganz gerne gucken würde. Hier, Skills. Hat sich hier was geändert? Sperm Ring. Nee, okay, die Skills sind alle gleich geblieben. Hier, Viking. Ah, okay. Ja, da hat sich echt nichts getan. So, das da oben ist wahrscheinlich der Wasserdruck zum Trinken. Oh, sollten wir vielleicht mal hin. Wir sind schon hart am Verdursten aktuell. Oder? Doch, hier, Wasser. Oh, sehr schön. Wieder ein Leben mehr gerettet. So muss das. Und, okay. Oh, Fischis. Die hole ich mir. Kann ich nicht. Oh, Mann. Warum sind die Fische hier so... Da schwimmt einer über Wasser. Warum sind die Schiffe, die Fischis hier so hardcore? Die wollen nicht getötet werden. Na gut, wer will das schon? So, die Frage ist, wo kriegen wir jetzt hier so eine komische Kiste her? Das Problem ist halt, hier laufen ziemlich viele Spieler aktuell rum. Die alle so eine Kiste machen wollen. Ja, mit ein bisschen Glück spawnt hier jetzt gleich eine vor unserer Nase, aber wir müssen uns halt ranhalten. Wo ist einer? Komm schon. Es ist die Stamina nach, aber egal. Dann geben wir uns nochmal ein Level up hier. Noch eins auf Fortitude und können hier unsere Klamotten weiter skillen. Müssen wir ja. Ansonsten geht es nicht weiter. So, komm schon. Jetzt sind wir hier fast an Arsch der Welt gelaufen. Zumindest auf Nassau. Und finden keine Kiste hier. Oh, was ist das? Das sieht essbar aus. Jawohl, wir haben Essen gefunden, Leute. Edible Greens. Ja, bringt nicht viel, aber immer noch besser als gar nichts. So, gib mir eine Kiste. Nur eine einzige. Oh, ich würde mir ja gern das Teil da hinten jetzt mal angucken, aktuell, aber wir haben jetzt momentan eine andere Mission. So, oh, da hinten dieser Totenkopf, das sieht schon richtig nice aus. Hier so eine schöne Totenkopfinsel. Oh, ich glaube, hier mache ich mal kurz einen Zwischenstopp. Ah, wir sind unter Wasser. Okay. Krass. Dann haben wir hier... einmal jetzt hier für unser Thumbnail schön posiert. So, aber wo sind die verdammten Chests? Das kann doch nicht wahr sein. Ich bin hier ganz allein auf der Seite. Wo ist eine Chest? Ich will doch nur ganz schnell... Ich glaube aber, wir haben hier echt gerade Pech. Wir müssen wieder zurück. Da hinten, wo ich herkam, wo ich gestartet bin, da waren Chests. Ich habe gedacht, hier hinten in der Ecke hier hätte man ein bisschen mehr Ruhe. Damit man sich nicht mit anderen Spielern um eine Kiste hier kloppen muss. Aber ist auch verdammt riesig, diese Insel. Okay, ich mache mich mal ganz schnell auf den Weg zurück und... ja, hoffe, dass wir da eine Chest irgendwo finden, weil hier sieht es momentan aktuell ein bisschen mau aus.
So, ich nehme den direkten Weg. Eventuell finden wir hier noch ein paar Fischis. Aber ich hole erstmal ein bisschen Stamina auf. Ansonsten kommen wir nicht an. So, let's go. Dann rein da. Ha, da sind Fischis. Die hole ich mir. Und ein Manta. Sehr schön. Die Frage ist, holt er mich oder hole ich ihn? Sehr gut. Unser erstes Opfer. Hey, wo ist mein erstes Opfer? Warum kommst du nicht mit? Da ist er. Dann baue ich ihn halt hier unten ab. Okay, wir haben guten Skin bekommen. Und Orientierung verloren. Aber egal. So, let's go. Oh Leute, da haben wir eine. Aber ich glaube, die wird schon gemacht aktuell. Ja, die wird gemacht. Dann suchen wir uns die nächste. Aber hier spawnen die aber scheinbar öfters. So, komm, gib mir doch nur eine einzige. Halt, ich kann doch Pfeil und Bogen jetzt bauen. Bin ich blöd? Warum mache ich das nicht? Hier, genau. Pfeile hatten wir. Ja, dann baue ich den Rest ja auch schnell. Ist ja immer noch besser, als hier mit dem Speer rumzueiern. Aber mir ist gerade echt keine Chest hier gegönnt. Das ist traurig. Leute, gebt mir eine Chest. Ich will doch hier einfach nur weg. So, mal gucken, vielleicht hier hinten irgendwo. Ja, viele sind schon am Segeln. Aber das ist ja auch das Ziel, dass man jetzt hier sich nicht zu lange aufhält, um halt die Performance von dem Crit hier nicht zu gefährden. Denn, oh, da läuft einer. Hallo, dann nicht. Ja, es gibt ja nur noch diese eine Starterinsel, dementsprechend kann das sein, dass es hier ganz schön voll ist. Ich bin jetzt nicht direkt zum Release von der neuen Map hier gespawnt. Ich bin ein bisschen später, deswegen ist es jetzt hier relativ übersichtlich. Aber ich glaube, als das Spiel online gegangen ist, war hier echt eine Menge los. Hätte ich gern gesehen. Aber die Frage ist halt, ist das Spielgeschehen dann so geil in dem Moment, gerade wenn man hier Videos macht? So, ich habe Gefühle, gewisse Gefühle und ja, nicht in dem Punkt, sondern ich habe das Gefühl, dass wir hier auf der Seite auch keine Chest finden. Verdammt! Was? Warum? Warum ist das so schwer? Ich will nur ein bisschen Gold haben für den Anfang. Nur ein klein bisschen Gold. So, bin gespannt, wann hier die ersten Tiere zum Verkauf stehen. Lange wird es nicht dauern. Also die ersten haben sich, glaube ich, schon ihre Insel sogar geclaimt. Ja, im Notfall, wenn wir jetzt keine Kiste finden, machen wir das zur gegebenen Zeit dann später. So, kurz auf die Stamina warten. Okay, reicht schon. Weißt du, da hinten wird jetzt wieder eine gemacht. Ich bin eben dran vorbeigelaufen. Jetzt ist natürlich keine da. Aber dann machen scheinbar ein paar die Kiste. Also steckt mal da hinten im Eck und hier vorne spawnen die immer. Ja gut, Freunde. Es sieht so aus, als ob in dieser Folge jetzt hier uns keine Haunted Chest gegönnt ist, aber bevor wir jetzt die Folge beenden, schauen wir uns mal die neue Map an. Das ist C3, eigentlich fast wie wir sie kennen, nur mit einer kleineren, übersichtlicheren Insel, die mir sehr bekannt vorkommt. Ja, auf jeden Fall C3, nicht allzu viel hier, das sind die Tradewinds, die weißen Teile. Und, yo, diesmal sind die Power Stones, wie es früher war, an verschiedenen Orten. Oder? Nee. Doch. Schade. Jetzt muss man echt hier wieder über die kompletten Inseln
segeln. Was aber auch wieder ganz geil ist im Prinzip. Ja, es ist dann nicht so einfach. Man kann das nicht hier alles so schnell nach und nach abarbeiten. Okay, die Insel kenne ich. So. Ja, es ist auf jeden Fall geil. PvP-Entrance, da kommt man neuerdings ins PvP-Gebiet. Ja, also die 6er-Reihe ist jetzt hier ganz normal PvE und PvP ist eine separate Map quasi, auf die man reisen kann. Wenn man das möchte. So, und dazu muss man auch, glaube ich, Mythos bezahlen, um durch den Durchgang zu kommen. Also es ist nicht einfach, dahin zu kommen. Also es ist schon einfach, aber für unwissende Spieler, ja, die wissen jetzt, dass ins PvP-Gebiet fahren. Also kann auch keiner dann da rumheulen, wenn irgendwas ist. Und ich hoffe jetzt nochmal irgendwo auf eine Kiste. Und wenn nicht, machen wir Schluss für heute. So, nein, der Kistengott ist heute nicht auf meiner Seite. Aber okay, Leute, es ist sehr aufregend, es ist sehr spannend, das Ganze hier zu entdecken. Wir werden diese Reise gemeinsam gehen und ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Ich hoffe, ihr freut euch auf die zweite Folge hier auf dem Freeport. Und ja, wenn ihr mehr sehen wollt, wenn ihr das gut findet, was ich hier mache, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn ihr meinen Kanal supporten wollt, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, geht auf den Abo-Button, klingelt das Glöckchen, da verpasst ihr keine Inhalte mehr. Ich versuche jetzt jeden Tag wieder Videos zu bringen, im Notfall jeden zweiten Tag. Ihr wisst Bescheid, Leute, also spätestens jeder zweite Tag kommt ein neues Video zu Atlas. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich, auf dass wir eine gute Zukunft hier haben im neuen Atlas. Leute, haut rein!